So, fangen wir mal an. Hier vorne kommen wir jetzt zu Turn 1 in Hockenheim. In der Kurve ist es sehr wichtig, dass man lieber ein bisschen früher bremst und am Ausgang maximal Schwung mitnimmt. Man kann dort auch komplett rausfahren, um noch ein bisschen Speed am Ausgang zu finden. Für die zweite Kurve ist es wichtig, lieber ein bisschen früher bremsen, nach innen rein. Ein bisschen näher könnte man noch an den Korb ranfahren. Und dann einen guten Ausgang für die lange Gerade runter zu der dritten Kurve, zu der sogenannten Parabolika. Da ist es einfach wichtig, dass man den ganzen Speed auf die Gerade mitnimmt, um keine Zeit in der Endgeschwindigkeit zu verlieren. Jetzt kommen wir zu dem Turn 3 in Hockenheim. Hier ist es wichtig, sehr hart bremsen, das Auto komplett runter bremsen, nah an den Körper ran und optimal raus beschleunigen. Am besten in einer geraden Linie, so hat das Auto die meiste Traktion und man bekommt umso mehr Topspeed Ende der Geraden. Die Kurve geht ohne Probleme Vollgas. Hier auch wieder harter Bremspunkt von ganz außen, innen über den Curb. Nicht ganz so weit rausfahren, damit man für die nächste Kurve, für die rechts, eine gute Position hat. Jetzt kommen wir zum Eingang Mototrom. Das ist eine ziemlich schwierige Kurve. Hier ist es wichtig, auch nicht zu spät bremsen, lieber ein bisschen früher innen auf den Curb ran, um einen guten Ausgang zu finden für die kommende Sachskurve. Hier bremst man lieber ein bisschen weiter innen an, kommt hier ein Stück raus, dreht das Auto und fährt wieder relativ spitz raus, um eine gute Beschleunigung zu haben. Hier könnte man noch ein bisschen näher am Curb sein. Hier ist es auch sehr wichtig, noch ein bisschen näher am Curb und auf keinen Fall den Curb außen treffen, weil der zieht einen noch raus und man trifft die darauffolgende rechts nicht optimal. Ja, und dann sind wir schon wieder auf Start und Ziel und das war jetzt so eine kleine Erklärung zu Hockenheim, wie man es machen kann. Wir können das auch nochmal im Schnelllauf machen, wie es nicht mal aussehen muss. Hier maximal rausfahren, alles was man haben kann. Hier hart bremsen, das Auto verzögern, nicht zu spät bremsen. Innen an den Körper ran. Wieder raus beschleunigen, gerade für die links. Um maximalen Speed für die Gerade zu haben. Hier das Auto am besten gerade positionieren für den Bremspunkt, damit es stabil bleibt. Das Auto gut verzögern, drehen, an den Körper ran und relativ gerade wieder raus beschleunigen. Diese Kurve ist wie gesagt ohne Probleme Vollgas. Hier das Auto gerade positionieren, runterschalten, von außen, innen über den Körper. Hier optimal positionieren für die darauffolgende rechts. Das war jetzt nicht optimal, da war ein bisschen noch Luft zum Curb. Hier wie gesagt lieber ein bisschen früher bremsen und einen guten Ausgang für die Kurve zu haben und mit einem guten Topspeed für die Sachskurve zu kommen. Hier ein bisschen weiter innen, raustreiben lassen, das Auto drehen und wieder raus beschleunigen. Hier könnte man ruhig näher am Curb sein. Und hier kann man komplett drüber fahren ohne Probleme und am Ausgang genauso. Ja, und das war's an sich. Tschüss.